Und da knündeln wir wieder in der Wildnis. Hallo! Mit dem verwehten Haar. Oh ja. Voller Mut und Entschlossenheit. Der Link zusammen voller mit dem Chris. Und dem Raffi. Wo auch noch ja. Scheiße. Wir sind zwei von den Nerdy Birds. Wir gehören zum Geekstübli. Wir spielen Legend of Zelda Breath of the Wild im Master Mode. Und wir lassen uns den Arsch verschuten von ein paar Anfangsgegner. Ja, die rumtanzen wie Affen ums Feuer. Aber eben, wir lassen uns nicht entmutigen. Und nachdem der Chris so dermaßen sich selber in die Luft gesprengt hat, probiere ich es jetzt auch noch einmal. Das Problem ist, jetzt hast du sie einfach alarmiert, der heilt sich jetzt sowieso wieder. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht und es kommt eine Bombe direkt auf... Oh. Oh Mann. Ich tue jetzt einfach Bäume fällen. Bombe. Bombe, Bombe, Clash. Also. Eben Jungs, kommt. Jawohl. So, jetzt musst du aber langsam abrennen, weil sonst bringt es nicht, weil die heilen sich ja so schnell wieder. Durch den Pilz holen und dann mach sie kaputt! Oh. Link, Cozy. Was? Nein, Moment, Raffi. hol den Schild! Ich muss doch zuerst mal den Witzli. Ja, aber so schließt jemand anders den Schild auf. Ja, warte jetzt! Oh Mann! Du, essen. Ah, oh, da ist die Gumpe. Ah, oh, ich habe die ganze Zeit den Gumpenknopf gesucht. Das ist nicht Mario. Gell? Oh. Ui, du. Machst es spannend. Ah, oh, ja. Das hat sogar etwas gebracht. Yes! Hol das Schild! Achtung! Nein! Dumme Bub, dumme Bub. Das geht schon, einfach hochklettern. Easy chill. Hochklettern, nicht runterbumpen. Sie laden sich wirklich auf! Ja! Was ist das für eine Sauerei? Es ist dreckig und gemein. Elend! Ah, jetzt hat er das Schild genommen. Achtung! Säckle mal F3, oder? Krass ja. Problem! Ja. Jetzt. Nein! Was? Hey, nein! Wow! Oh, leck mir doch dort, wo es dreckig ist! Wow! Schmeiß mir die Joy-Cons um. Sorry, sind am Balkan. Wow, das Game, Mann! Ui, du, das gelust mir jetzt gerade zum Weiterspielen. Nach 5 Folgen ist die Serie von Breath of the Wild eingestellt worden, weil beide Jungs eingeliefert worden sind in eine Gummizelle, weil sie einfach nicht mehr drauf klar sind, wie schlecht sie sind. Mann, ey. Wow. Rum. Jetzt. Yes. Wo ist das Schild? Da. Nein, niemand. Oh! Und tschüss, okay, ciao. Nein! Jetzt musst du dann schauen. Hey, wieso machen du das? Jetzt musst du dann schauen, jetzt spielst du dann irgendwann und spielst dann dich klein und sie macht uns einfach kaputt und lacht uns aus, wie es für sie kein Problem ist. Das hat der Fackeln und... Ach, du musst etwas essen, Dude. Vor allem mit zwei Händen. Jetzt ist schwer. Ja, benutze deinen Händer. Er ist so weniger stark, dafür kannst du schneller reinschlagen. Hey, du. Mann! Ich muss zuerst die da. Ah, weißt du, die kommen alle drei, es ist mega mühsam. Okay. Komm. Sie flankieren dich, Mann, das ist auch. Ist das ein neues Verhalten? Das kommt mir nicht bekannt vor. Weißt du, dass sie wirklich um dich herumrennen? Hey, ich kann doch einfach nichts machen! Du hast einen Bogen, benutzen. Ja. Oh, du. Achtung, ausweichen! Ich habe so keine Chance! Schau, jetzt ladet er sich wieder auf! Einfach während dem Säckle! Oh. Ist etwas! Ah. Es macht so keinen Sinn! Wir lassen es einfach! Nein, schau jetzt! Nein! Hey, echt!
Mann, ich habe gemeint, ich bin gut in dem Spiel. Ja, im normalen Spiel, wo es ziemlich einfach ist. Hast du schon Leute gesehen, die es gespielt haben, die es gut gespielt haben? Der Mastermode? Ja. Nicht viel, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich ein Mastermode, es ist wirklich ja, die Herausforderung ist, schlechthin. Es ist bockschwer, also. Ja, wie der Bockstock. Also, wir lassen es. Ja, aber... Ja, okay, probier's es was mal. Kann ich, meine, was habe ich von denen? Was bringt ihr mir raus zu kochen? Den Topf, du brauchst den Topf zum Kochen. Ja, dann isst die Chilis einfach so, das geht ja nein, so. Nein, das hilft nichts. Dann machen wir ein Feuer und legen sie an. Das hilft auch nicht. Doch, dann gehen wir zum Greis, legen die hohen Chilis am Boden an und dann verbrennen sie. Dann können wir sie essen. Das hilft auch nicht. Wieso? Weil Chilis dich nicht, sie tun dich nicht warm behalten. Nur wenn du sie kochen tust, du musst sie kochen. Ja, aber wenn sie anleihst, vor das Feuer, dann werden sie zu grilliertem Chili. Ja, aber nicht gekochte Chilis. Und nur die gekochten Chilis tun dich vor der Kälte schützen. Grillierte nicht. Wenn du etwas ins Feuer reinleihst, ist es nicht das gleiche, wenn du dann machen wir gleich so, dass wir zuerst zum Alten gehen und dem seinen komischen Spieß kochen, den er braucht und dann den Wams überkommen. Aber das macht er nicht. Das macht er nur, wenn du alle vier Schreine schon geholt hast und dann zu ihm gehst. Das schaffen wir nie. Eben, klar, das fängt schon an. Okay, warte. Okay, was? Wenn du, okay, schau jetzt. So, genau. Okay. Gang da entlang und da mal auf die Mauer hochklettern und lauf einfach da über dem Hügel entlang, genau. Wenn wir da hochklettern, dann kommen wir zum anderen Ende. Dort unten müsste ein Kochtopf haben, wo, glaub ich, nicht bewacht wird. Du musst mehr nach rechts. Ja, ich hab verstanden. Wow, hey, das sind also jetzt, was ist die dritte oder die vierte Folge? Wir sind jetzt an der vierten. Die vierte Folge voller Abnoobing, Lose und das ist normal. Das ist ein Scheisse spielen. Das ist 80 Tage. Das ist absolut inakzeptabel. Nein, sorry, mein Zelda-Herz, das brüllt. Oh. Ich schäme mich. Zu Recht, Raffi. Zu Recht. Also, ich finde, du hast es nicht besser gemacht. Also, nein, das habe ich aber nicht gemacht. Hör auf, du hast ein Schwert verbrauchen für das. Ich habe ein bisschen Holz. Ja, aber nicht mit unserem Schwert. Wir haben eine Axt. Ja, Axt, stimmt. Ist für das da. Und ein Eichel. Oh, das Dingsjagen. Das Tier. Dort hat es ein Wildschwein da vorne. Wahrscheinlich langt dem Pfeil nicht. Weil wirklich viel versauen. Ja, essen. Okay. Kommst du noch zu mir? Richtig zu mir. Hallo, tu doch nicht so wild, du Sau. Ja. Badumts. Sniper! Wow! Oh. Nicht schlecht, Raffi. Jetzt Holzfleisch! Hat er das jetzt gefressen, der Arsch? Er hat es jetzt genommen, ja. Es hat 2 gehabt und er hat 30 geklaut. Dann nehme ich mal auf sein Grillfleisch. Ja, dann renn. Grillfleisch! Danke. Sonst irgendetwas Waffiges? Nein, einfach weiterrennen. Ah, la, 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 la. Achtung, ein Fass. La, la. Oh, oh. Du musst auf deine Stamina schauen. Ja, hab ich gemerkt. Da, geradeaus. Also nach rechts, beziehungsweise. Schau, wie die sich aufladen, die Sack. Ja, Schweinehund. Das ist echt nicht cool. Hey, wenn du so viel aufs Mal hast und du schlägst sie und musst wieder mit einem anderen kämpfen, dann kannst du dich wirklich nur auf einen konzentrieren und ja, musst ihn runtermetzeln. Das so funktioniert es. Nein, du musst da rauf. Ja, ich will schauen, ob es da etwas hat, aber es hat nichts. Nein, hat es nicht. Ja, ist gut. Oh Mann, da ist schon wieder... Es ist nicht einfach. Was ist das? Er hat ihn schon gesehen. Ja, das ist einer, der man Aussicht drum hat. Oh, es ist nicht nur einer? Nein, nein. Oh, das sind aber auch in der normalen Version dort. Oh, Achtung! Hold the Pi! Nein, ist gut. Lass sie. Was soll ich einfach haben? Weiter. Einfach da geradeaus. Da zu dem Türmchen dort laufen. Hör auf zurückschauen. Geh einfach weiter. Ah, mehr nach rechts. Du bist in der kalten Zone jetzt gerade. Willst du jetzt hochklettern? Nein. Mol kannst du eigentlich auch, ja. Schaffe ich nicht. Mols müsste gehen. Wow. Einfach langsam ohne drücken. Genau. Oh, ist das heavy. Du musst einfach nachher runterklettern, das ist das Problem. Weil wir den Segel noch nicht haben. Ah, stimmt, das muss ich denken. Ja. Also da kann ich auch nicht anfangen, Kollege. Mal, dort unten hat es den Kochtopf. Ja, aber die sehen mich.
Das sind vier. Vorher sind es nur drei gewesen. Nein, es sind immer vier gewesen. Nein, das, einfach, meine, das sind einfach drei rote gewesen und ein blauer. Nein, ich meine, vorher, dort, wo wir es probiert haben, sind es drei gewesen. Ja. Und jetzt gehen wir noch mal, was vier hat. Aber die können nicht auf dich zukommen. Nur einer von denen hat einen Bogen, die anderen haben Stab. Das heisst, die können dir nichts machen. Was können sie mir nichts machen? Ja, nur der mit dem Bogen kann auf dich schiessen und die anderen schmeißen den Stein. Das heisst, sie, rennen, sie können dich also nicht überwältigen. Also, ich kann gar nicht oben runterkommen. Nein, wie siehst du, der Brücke ist oben. Was machst du? Raffi! Sorry. Also, unter dem Baum hat es noch ein paar Chilis. Chili? Ich sehe mich eh. Du kannst übrigens den Sprint, nein, den Gump-Button kannst brauchen, also B. Genau, und dann kommst du ein bisschen schneller vorwärts. Bist aber immer noch am Schleichen. Ups, ja. Okay, hat ich gesehen. Renn. Renn. Renn, Raffi! So, okay. Kommen die runter? Nein, können sie nicht. Sicher? Ja. Hotpacken. Und der Pilz. Ah, warte mal, Fackeln! Wir brauchen gar kein Zeug. Solange wir nicht kämpfen, können wir Fackeln benutzen. Vielleicht bist du gescheiden. Du musst Fackeln anzünden an dem Feuer und dann rennen wir einfach weiter. Und wenn wir gleich ein paar Chilis noch kochen? Wir können, glaube ich, nicht kochen. Ich bin nicht sicher. Und ob wir kochen können oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Ade. Hey. Ist ja. Und wenn noch kein... Was heisst das? Abonnent? Abo liegen lassen hast, machst du jetzt noch eins, weil sonst wirst du es nie erfahren. Genau, ja. Du wirst nie erfahren, ob es darauf und ich überhaupt schaffen, das Game fertig zu spielen oder nicht. Ich mag es jetzt bezweifeln. Ciao. Ciao.